junge Menschen in Sachsen-Anhalt haben sehr, sehr viele Potenziale und Möglichkeiten in diesem Land, haben aber nach wie vor sehr viele Defizite aufzuarbeiten aus der Vergangenheit. Also was spricht Digitalisierung, welche Möglichkeiten habe ich da, wie komme ich von A nach Z, wo kann ich mich selber beteiligen, wo werde ich ernst genommen, wie kann ich mich hier entwickeln? Da ist noch ganz viel Luft nach oben, aber ich glaube, dass wir das in Sachsen-Anhalt noch verbessern können und auch in der Politik schaffen können, junge Menschen besser zu beteiligen.